Ganz herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen hier aus der Fernsehkapelle auf dem Höchsten. Folgende Legende wird erzählt. Als Gott die Welt schuf, fragte er die Tiere nach ihren Wünschen. Er hörte sie alle an und erfüllte ihre Wünsche. Als die Menschen davon erfuhren, wurden sie unwillig, weil sie nicht gefragt wurden. Wir können mit deiner Welt nicht zufrieden sein, stellten die Menschen hart und unmissverständlich fest. Das sollt ihr auch nicht, erwiderte Gott. Eure Heimat ist nicht diese Welt, nur die Überraschungen der Ewigkeit allein. Seitdem tragen die Tiere ihre Augen zur Erde, der Mensch aber geht aufrecht und schaut zum Himmel. Wir möchten, dass sie nach diesem Gottesdienst mit erhobenem Haupt nach oben schauen. Eventuell führt sie das auch zu einer Lebensweisheit aus Kuba. Erzähle nicht Gott von deinen Problemen, erzähle heute deinen Problemen von Gott. Freuen Sie sich mit mir auf unseren Gast heute, den Israel-Kenner, Experten, Journalisten und Theologen Johannes Gerloff. Seit 1994 lebt und arbeitet er in Israel und er wird mir Rede und Antwort stehen. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen.
Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten mit Worten aus Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. Nie gibst du mich verloren. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, du hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Alle meine Wege sind dir bekannt, alles, was ich denke und sage, du kennst es. Gott, du achtest auf mich, nie gibst du mich verloren. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Guter Gott, Vater im Himmel, ich habe sehr viel mit mir selber zu tun. Und da sagst du, ich solle allen Menschen Freundlichkeit zeigen. Ich habe Mühe mit meinem eigenen Schicksal. Ich komme kaum mit meiner Arbeit zurecht und bin ein Mensch, der sich überwinden muss, ehe er zu anderen spricht. Du willst, dass ich an sie alle denke. Du willst, dass ich mich nicht für besser halte als sie, dass ich ihre Fehler leicht nehme und ihre Not sehe. Ich soll mir vor Augen halten, dass sie da sind und leben. Du, Herr, bist nahe. Dein Gesicht ist es, das sie tragen. Gib mir Freundlichkeit für sie. In Jesu Namen. Amen. Ich lese einen Text aus der Bibel, der steht in Jesaja 40, 1-11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde.
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Freuen Sie sich heute mit mir auf einen besonderen Gast in der Stunde des Höchsten, das ist Johannes Gerloff. Er ist Journalist und Theologe mit Schwerpunkt Israel und Nahe Osten. Seit 1999 ist er als Auslandskorrespondent für den christlichen Medienverbund KEP in Jerusalem tätig. Er ist verheiratet und hat 5 Kinder. Wie begrüßt man sich in Israel? Shalom. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten, Johannes Gerloff. Vielen Dank für die Einladung. Was hat Sie vor vielen Jahren so fasziniert an Israel, dass Sie hier alles aufgegeben haben, um in diesem heißen, aber schönen Land zu leben? Das war nicht die Faszination. Wir sind vor 21 Jahren für 1 bis 2 Jahre dorthin gegangen und diese 1 bis 2 Jahre sind noch nicht vorbei. Das hat sich Schritt für Schritt ergeben. Erst im Jahr 2000 haben wir unseren Container nachkommen lassen. Also von daher, das war nicht so eine Entscheidung an einem Punkt. Wir sind da Schritt für Schritt gegangen. Gab es dann trotzdem irgendwann so einen Wendepunkt, wo Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt mein neues Zuhause? Es gab so bestimmte Schnittpunkte oder Abschnitte, wo mir dann klarer wurde, dass man, ich sage jetzt mal, fester sitzt. Das sieht man vor allem, wenn man die Kinder sieht, wo sie Ausland und Inland empfinden. Mhm. Und wenn jetzt so langsam Schwiegerkinder ankommen, dann merkt man schon, wo die Familie verwurzelt ist. Mhm. Nach Israel zu gehen, war das Ihre Entscheidung oder die mit Ihrer Frau? Mussten Sie Ihre Frau überzeugen, weil Israel, da brennt es ja eigentlich immer. Und dann freiwillig in so ein Land zu ziehen, da waren wir schon Idealismus zusammen. Also zu der Zeit, als wir dort hingegangen sind, da hat es tatsächlich Mitte der 90er Jahre an vielen Stellen gebrannt. Wir hatten da Jahre, wo jeden Tag oder jede Woche mal ein Autobus explodiert ist. Das war aber nicht so direkt im Blick. Was für uns gemeinsam im Blick war, das war, dass wir den Eindruck hatten, dass das jetzt der nächste Schritt ist, den Gott von uns haben möchte. Und dann sind wir den mal gegangen. Wie gesagt, ich glaube, man hätte damals nicht von einer Langzeitperspektive so reden dürfen. Das ging Schritt für Schritt, weil der Anfang in diesem Land auch nicht einfach war. Der Anfang für Sie persönlich oder von welchem ich Anfang? Ich denke, meine Frau hat da viel mehr gelitten als ich persönlich. Mhm. Aber das ist nicht ganz einfach, in eine andere Kultur zu gehen, eine andere Sprache zu lernen, eine andere Mentalität kennenzulernen und sich da jetzt zurechtfinden zu müssen. Fühlen Sie sich heute als Deutsche da unten, werden manchmal auch schräg angeguckt, auch mit unserer Vergangenheit, oder sind Sie schon etabliert, integriert? Also zunächst mal, ich bin der einzige Deutsche bei uns in der Familie, meine Frau ist Tschechin. Mhm. Ich kann mich aber nicht erinnern, jemals schräg angesehen worden zu sein wegen der deutschen Vergangenheit. Was mir passiert ist, erst in den letzten Jahren, wo ich dann so Hebräisch gesprochen habe, dass die Leute das nicht unbedingt und gleich sehen oder hören konnten, dass jemand gesagt hat, ups, wenn ich gewusst hätte, wer du bist, hätte ich mit dir nicht geredet. Das kam vor? Das kommt vor. Echt? War aber auch nicht mir gegenüber jetzt irgendwie feindselig, sondern Vorbehalt, bitte lass mich in Ruhe. Können Sie damit leben oder bleiben Sie da dran, voller Ehrgeiz, da muss Versöhnung passieren oder können Sie das dann so stehen lassen? Zunächst mal, Versöhnung kann ich nicht machen. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich hatte sehr viel mit Holocaust-Überlebenden zu tun und mit auch zweite, dritte Generation. Und da kann man ganz schwer Vorgaben machen. Das Wichtigste, was aus meiner Empfindung heraus, ist Offenheit, Ehrlichkeit, Unverklemmtheit. Diese ganze Schlussstrich-Diskussion ist total kontraproduktiv, weil die Leute heute, dritte, vierte Generation, immer noch unter den Folgen leiden. Und es klingt einfach so danach, als würde ich mich von meiner Verantwortung davonstellen wollen. Aber wenn da Offenheit ist und so etwas, die Einstellung, komm, die Vergangenheit war da, lass uns daraus lernen, lass uns die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anpacken, dann habe ich durch die Bank weg bei Israelis eine unwahrscheinliche Offenheit erlebt. Sie sind Theologe, Sie sind Journalist, sind Sie mit einer Botschaft für und damit nach Israel gekommen oder wollten Sie da was entdecken, was dann vielleicht wieder als Botschaft für die Deutschen käme? Mit welcher Mission oder mit welchem Auftrag sind Sie in Israel? Der Psalm sagt uns, Sha'alu Shlom Yerushalayim. Jetzt ist die Frage, wie man das übersetzen wollen. Die meisten deutschen Übersetzungen sagen, wünscht Jerusalem Glück oder betet um den Frieden Jerusalems. Aber wenn wir das mal wörtlich übersetzen, dann heißt es, fraget nach dem Frieden Jerusalems. Und wenn ich Sie treffe in Jerusalem auf der Straße, ist, nachdem ich Shalom gesagt habe, meine erste Frage, Maschlomcha, wie steht es um deinen Frieden? Okay. Und was dieser Psalm zunächst einmal sagt, ist, frag doch mal, wie es Jerusalem geht. Mhm. Und ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, wenn Sie daran interessiert sind, dieses biblische Gebot zu erfüllen, dann helfe ich Ihnen da gern dabei. Und um das jetzt weniger theologisch, mystisch zu sagen, ganz einfach, ich denke, wir haben eine Aufgabe zu verstehen, was dort passiert, lange bevor wir eine Meinung uns bilden oder gar ein Urteil fällen. Zunächst mal verstehen und dabei würde ich gerne helfen. Bitte helfen Sie uns dabei, Israel zu verstehen, in diesem Sinn, wie Sie es gerade gesagt haben. Sie haben unwahrscheinlich viele Bücher veröffentlicht, Ihr neuestes Buch gerade, Grenzenloses Israel. Ein Land wird geteilt zum Verstehen der Grenzen Israels, sein anderes Buch Verflucht und von Christus getrennt, eine Studie zu Römer 9 bis 11. Ich nütze Sie einfach mal als Experten und sage Ihnen so ein paar Buchtitel und Sie sagen uns mit 1, 2, 3 Sätzen was dazu, okay? Verflucht und von Christus getrennt, das hört sich fast schon antisemitisch an. Was mich da fasziniert, und deshalb habe ich das als den Titel genommen, auch wenn Negativtitel sich nicht gut verkaufen, Paulus wendet in Römer 9, Vers 3 das auf sich an, was die Kirche über Jahrhunderte hinweg aufs jüdische Volk angewandt hat. Und er sagt, ich möchte verflucht und von Christus getrennt sein für meine Stammverwandten nach dem Fleisch. Und Paulus nimmt uns hinein in den Kapitel 9 bis 11 eine faszinierende Überlegung, wie unsere Beziehung als nichtjüdische Nachfolger von Jesus aussehen soll zum alten Bundesvolk Israel. Mhm. Jüdische Siedlungen, Kriegsverbrechen oder Erfüllung biblischer Prophetie ist ein Titel Ihrer Bücher. Das ist Bücher. Vergriffen. Mhm. Lechzt nach einer Neuauflage, weil Sie natürlich hier in Deutschland unwahrscheinlich viel über die Siedlungspolitik wissen wollen. Ich habe Sie da in diesem Buch, es gibt es antiquarisch noch an manchen Stellen, mit hineingenommen, wer die Siedler sind, wie sie denken, wie sie ticken. Und da habe für dieses Buch sogar mal, oder wegen dieses Buches mal Predigtverbot bekommen, weil ein Dekan mir gesagt hat, das ist die falsche Alternative, Kriegsverbrechen oder Erfüllung biblischer Prophetie. Dann habe ich gesagt, das ist das Spektrum, innerhalb dessen es läuft und diese Diskussion geführt wird. Ein letzter Titel, den ich erwähnen möchte, der Alltag fängt am Sonntag an, ein Erlebnismosaik aus dem jüdischen Land. Was ist Ihnen persönlich an der jüdischen, hebräischen Kultur als Deutscher am liebsten? Ich weiß jetzt nicht, ob das als Deutscher die Frage ist. Als jemand, der ein Bibelleser ist, fasziniert mich, wie Gott dieses Volk benutzt hat und über Jahrtausende hinweg geprägt hat, um sein Wort zu bewahren.
Das ist ja, wir denken heute, ja, wir haben die Bibel in der Hand und fertig. Ja. Hinter dieser Büchersammlung, dieser Bibliothek, die wir Bibel nennen, steckt eine ganze Mentalität, eine Kultur, eine Atmosphäre, eine Denkweise. Da steckt ein, ich sage jetzt mal, Gencode dahinter, der Leute dazu bringt, dieses Wort zu bewahren. Das ist an manchen Stellen regelrecht verrückt, ja, was die da für einen Aufwand treiben. Aber wenn wir dem nachgehen, bis heute, ist es eine faszinierende Sache zu sehen, wie Gott hier etwas in die Weltgeschichte hineingegraben hat, hineingraviert hat, um dann sein Wort da reinzugeben und uns zu bewahren. Und wir, ich sage jetzt einmal, wir kratzen da an der Oberfläche, wir leben davon, was da an Früchten außen wegfällt, ja, aber das Eigentliche lernt man dort kennen, wie sich eine Sprache über Jahrtausende hinweg erhält, eine Denkweise, wie jüdische Schreiber das Wort Buchstaben für Buchstaben abschreiben, und da steckt eine ganze Kultur. Also da gibt es Leute, die widmen ihr ganzes Leben dem, Torarollen zu schreiben, und das ist faszinierend. Wenn man Sie so hört, wenn man das alles so hört, kriegt man Lust, morgen ins Flugzeug zu steigen, nach Israel zu kommen. Würden Sie es empfehlen, gerade jetzt 2015, 2016, ist es eine Zeit, wo man in Frieden nach Israel gehen kann, auch als Tourist mal 2-3 Wochen, oder absolut, ist es gerade gefährlich? Absolut. Also ich war ja, wir sind seit 21 Jahren jetzt in Israel, und ich war als Journalist unterwegs an den Brennpunkten. Ich habe mir angesehen, was in Gaza passiert ist. Ich war während des Raketenkrieges 2006 etwa extra im Norden, habe versucht, da zu fotografieren. Es ist gar nicht so einfach, eine Rakete mit einem Foto zu fangen, weil die so schnell sind. Ja. Mhm. Also ich war dran. Und sie hätten dort nicht hingekonnt, weil man sie nicht durchlässt. Aber sie hätten die ganzen Jahre hindurch mit ihrer Reisegruppe ruhig kommen können. Mhm. Es liegt den Israelis dran, übrigens auch den Palästinensern, dass Touristen nichts passiert. Und deshalb würde der Staat Israel ihnen die Einreise verweigern, wenn sie gefährdet wären. Kommen sie, planen sie in die Richtung. Ich weiß, es gab jetzt Absagen wegen des Raketenkriegs im letzten Sommer. Und das ist absolut emotional, absolut unbegründet. Wenn Sie nachher auf der Autobahn fahren, ist das gefährlicher als ein Raketenkrieg zu erleben in Israel. Und das ist kein Witz. Wir sagen ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Israel. Wir kommen gerne. Ja? Sie wissen, wir haben eine Zuschauerreise geplant für den November, wollen auch versuchen, Johannes Gerloff da zu besuchen. Und lade Sie jetzt schon ein, mitzukommen. Mehr Informationen im Zuschauerbüro von SDH. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie bleiben noch da, Sie predigen heute auch in der Stunde des Höchsten. Wir freuen uns drauf. Herr Gerloff, Gott befohlen Ihnen und Ihrer Familie in Israel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das hat der Prophet Jesaja vor 2500 Jahren geschrieben. Und es ist eine ganz interessante Sache, dass er hier nicht zum Volk Israel spricht und sagt, tröstet euch selbst oder findet Trost. Sondern wenn wir uns diesen Text vorstellen und einmal die Spieler auf eine Bühne stellen, dann müssen wir hier drei Gruppen von Menschen oder drei Mitspieler
uns vorstellen. Da ist zum einen Gott, der etwas sagt, den packen wir am besten hinter die Kulissen, weil Gott sieht man ja nicht. Und dann ist da mein Volk, das getröstet werden soll. Und dann ist da eine dritte Gruppe, zu der kann Gott sagen, ich bin euer Gott, aber er sagt nicht zu ihnen, ihr seid mein Volk, sondern sie sind unterschieden von meinem Volk. Eine dritte Gruppe, die nicht Israel ist, sieht hier der Prophet Jesaja schon voraus. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob er da nicht die Gemeinde aus Nichtjuden im Blick hat, vielleicht prophetisch im Blick hatte, die erst 500 Jahre später, 600 Jahre später im Entstehen war und sagte, da braucht es Leute, die kommen und dieses Volk trösten. Wir fragen als Christen immer wieder, was ist unser Auftrag an Israel? Es gibt Menschen, die reisen nach Israel, es gibt Menschen, die jetzt gerade auch, wenn wir an das Kriegsende denken, sich fragen, wie soll unsere Beziehung zum jüdischen Volk aussehen? Und ich denke, dass wir hier eine ganz, ganz zentrale Aussage haben, die wir in der Bibel finden können. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Übrigens, dieses hebräische Wort trösten, lenachem, hat etwas zu tun mit Umkehren, mit Umdenken. An manchen Stellen ist es übersetzt, dass Gott sagt, er hat sich's gereuen lassen. Wird genau dieselbe Wurzel verwendet. Und ich denke, dass das auch eine Aufforderung für uns ist, dass wir umdenken und durch dieses Umdenken, durch diese Flexibilität, die da zum Ausdruck kommen kann, in einem Gesprächspartner auf jüdischer Seite, dass genau das zum Trost wird. Wenn Juden, wenn Israelis merken, da gibt es jemanden, der ist flexibel, der kommt nicht mit einer festen, vorgefassten Meinung und will mich jetzt bekehren zu dieser Meinung, sondern ist bereit zuzuhören. Der Bibeltext geht weiter in Jesaja 40, da heißt es, redet zum Herzen Jerusalems. Nicht etwas Entferntes, nicht etwas Rechtgläubiges, nicht aus der weiten Ferne theoretisch, sondern hört zu und dann spricht zum Herzen Jerusalems. Ruft ihr zu, und Luther hat jetzt übersetzt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Wenn Sie diesen Text ganz praktisch, ganz zeitnah in Jerusalem auf Hebräisch sagen könnten, Vekir Uelea, Kimal Atzwa'a, da hört jeder Israeli Zawa mit. Und Zawa heute ist die Armee. Was der Prophet hier eigentlich sagt, ruft Israel zu, dass ihr Militärdienst ein Ende hat. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes, diese Leute, die nicht mein Volk sind, die unterschieden sind von Israel, die kehren die Schuld Israels nicht unter den Teppich, wie das viele Israel-Freunde heute vielleicht gerne tun würden, wenn sie vom auserwählten Volk sprechen, dass sie sagen, oh, Israel kann nichts falsch machen. Nein, sie wissen, da ist Schuld. Es sind aber auch nicht diese, ich sage jetzt einmal, etwas objektiven Israel-Freunde, die dann meinen, man muss doch einem Freund auch einmal die Wahrheit sagen dürfen und die dann gerade die Schuld Israels herauskehren. Sondern die Leute, die hier kommen, sagen, deine Schuld ist vergeben. Sie ist da, da ist Schuld da, aber sie ist vergeben. Ich habe Israelis vor Augen, ich habe sie in den letzten 20 Jahren an vielen Stellen in ganz unterschiedlichen Situationen erlebt. Ich habe mit engen Freunden, die als Soldaten in Kriegen waren, gesprochen und ich habe gemerkt, wie große Schuld sie mit sich tragen. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 41, spricht der Prophet davon, dass Jakob der Gottesknecht ist, Israel der Gottesknecht. Und er sagt, dass Gott Israel auserwählt hat. Und er sagt doch, dass Gott Israel auserwählt hat zu einem Werkzeug. Und an einer bestimmten Stelle kommt er dann auf einen Text, wo klar wird, Israel ist ein Werkzeug in der Hand Gottes, durch das Gott andere Völker richtet, straft, zurechtweist. Und
Ich habe gelernt, so etwas zu sehen aus Sicht der israelischen Soldaten, die an vielen Stellen schuldig werden. Was ist, wenn Gott das so führt? Wir sehen in der Bibel einen Gott, der sehr souverän, manchmal unbegreifbar Menschen führt, und da ist nicht klar, auf welcher Seite jetzt Schuld und Reinheit ist. Das verschwimmt miteinander. Vielleicht hat Gott so etwas vorausgesehen. Und dann braucht er diejenigen, die da kommen und nicht rechthaberisch da drüber stehen, aber auch nicht Schuld unter den Teppich kehren, sondern den Realitäten ins Auge sehen. Und dann jemanden, der zutiefst schuldig geworden ist, an der Hand nehmen und sagen, du, hör zu, deine Schuld ist vergeben. Ich habe mich manchmal gefragt, wer ist dieses Völkchen, dieses Volk, das Gott hier anspricht, sagt, geht, tröstet mein Volk. Es gibt nur ein Volk auf der Erde, das zu Israel sagen kann, deine Schuld ist vergeben. Jeder Muslim kann Israel sagen, wenn du so weitermachst, kommst du in die Hölle. Und viele andere Religionen können Israel sagen, du musst das oder jenes tun, dann wird unter der Bedingung deine Schuld vergeben. Es sind nur die Menschen, die um dieses Kreuz wissen, das dort vor 2000 Jahren auf Golgatha stand und wo der Messias, der König Israels, dranhing. Und er hat damals seinem Vater im Himmel gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Botschaft können nur die Leute weitergeben, die eine persönliche Beziehung zu Yeshua, zu Jesus, dem Messias, haben. Wie machen wir das konkret, das Weitersagen? Der Prophet geht hier weiter und er sagt, eine Stimme ruft in der Wüste, macht einen Weg in der Wüste. Im Englischen steht hier, make a highway for the Lord. Eine Highway, eine Autobahn. Und wir denken dann, ja, also effektiv wie wir sind, müssen wir mit dem Bulldozer kommen. Und so mancher Christ kommt nach Israel und möchte gern mit dem Bulldozer dem Messias einen Weg machen. Ich war vor ein paar Jahren mit Beduinen unterwegs und da habe ich gesehen, wie so ein Wüstenhighway entsteht. Dazu braucht man Kamele, keine Bulldozer. Und Kamele haben keine Hufe wie Ziegen oder Pferde, die die empfindliche Wüstenoberfläche kaputt machen. Kamele haben weiche Tatzen. Was sie dann machen ist, wenn sie laufen, also so ein Wüstenhighway sieht aus wie, ich denke jetzt an die Weihrauchstraße, die sich von Indien bis nach Nordafrika gezogen hat, die ist so breit wie eine Tatze von einem Kamel. Und dann läuft ein Kamel nach dem anderen und tut das Dümmste, was man in der Wüste machen kann, sortiert Steine. Und zwar nicht breitbeinig mit dem Bulldozer, sondern so, indem es einen Schritt nach dem anderen tut, stößt es einen kleinen Stein hier an und einen kleinen Stein hier. Und ich glaube, genau dazu hat Gott uns berufen, dem Volk Israel, dem jüdischen Volk gegenüber. Nicht erst nach dem, was in Deutschland passiert ist, sondern schon lange vorher. Jetzt sagen Sie, wo haben wir Kontakt mit Juden? Ich möchte Ihnen eins sagen, Israelis, wenn ich sie höre, reden viel davon, dass sie nach Deutschland kommen. Sie schwärmen von Berlin. Und wenn sie einmal etwas die Augen aufmachen, werden sie ganz bestimmt welche sehen. Oder andere Christen nutzen die Gelegenheiten, die wir heute haben, reisen nach Israel. Und ich möchte Ihnen hier ganz klar sagen, aus dem, ich sehe manchmal die Reisegruppen mehr aus israelischer Sicht als aus deutscher Sicht, die Israelis, nicht nur die Reiseleiter, auch andere beobachten sie ganz genau. Und sie mögen nur zum Urlaub kommen, aus Gottes Sicht kommen sie vielleicht mit einem geistlichen Auftrag. Israel zu trösten, diese Steine aus dem Weg zu räumen. Und vergessen Sie einmal darüber zu reden. Seien Sie ganz einfach das, wozu der Messias Israels, der Christus, Sie geschaffen hat. Vertrauen Sie, dass er durch Sie etwas tut an seinem Volk. Und ich war immer fasziniert. Ich kenne mich, ich sehe mich, ich bin kein vollkommener Mensch. Wir sind eine ganz normale Familie. Und ich staune immer wieder im Rückblick,
was Gott durch eine ganz normale Familie, durch ganz normale Menschen tun kann, wenn sie sich ihm hingeben und dann sagen, ich lasse mich auf diese Begegnung ein. Übrigens, machen Sie mal die Augen auf, in vielen deutschen Städten gibt es heute wieder jüdische Gemeinden. Gehen Sie hin, interessieren Sie sich für diese Menschen. Und haben Sie das im Hinterkopf, dass der Prophet sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Und vergessen Sie die Kamele nicht, die diesen Steinen immer mal wieder hier und dort einen Schubs geben, einen Stoß geben, nicht gezielt, sondern durch das, was sie sind. Ich wünsche Ihnen dazu viel Segen, viel Erfolg im biblischen Sinn, das heißt viel Frucht, die durchhält. Søren Kierkegaard sagt über das Gebet Folgendes. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Nehmen Sie sich Zeit für das Gebet. Lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Schreiben Sie uns Ihre Gebetsanliegen gerne auch über das Internet oder rufen Sie uns an. Wir nehmen uns Zeit, um für Ihre Gebetsanliegen zu beten. Und nun lassen Sie uns füreinander und miteinander beten. Heiliger Gott, Quelle des Lebens, wir danken dir für diesen Tag. Wir leben von dir, von dem, was du uns gibst. Du bist das Brot des Lebens. Wir leben von dir, von dem, was du uns sagst. Dein Wort ist das Licht auf unserem Weg. Wir leben von dir, von dem, was du uns tust. Deine Güte sorgt für uns alle Tage. Wir bitten dich, begleite uns heute und morgen und bewahre unser Denken und Tun in deiner Liebe. Und wir wollen miteinander so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht als die von Gott Gesegneten und Ermutigten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Ich habe für Sie noch folgende Informationen. Das Buch, über das wir vorhin gesprochen haben, mit Johannes Gerloff und von Johannes Gerloff, erhalten Sie bei uns im Zuschauerbüro, rufen Sie an oder schauen Sie auf unserer Homepage in unserem SDH-Shop. Auch dort erhalten Sie es, aber auch im Buchhandel. Wenn Sie Informationen haben möchten rund um die Stunde des Höchsten, auch über unsere Zuschauerreise nach Israel oder aber auch über die Zuschauertage im Herbst, dann bestellen Sie sich doch den kostenlosen Newsletter, den Sie auf unserer Homepage abonnieren können oder schauen Sie überhaupt mal auf der Homepage vorbei. Dort finden Sie viel Wissenswertes rund um unsere Fernsehgottesdienstarbeit. Übrigens, den Gottesdienst von heute erhalten Sie kostenlos auf DVD. Bestellen Sie sich noch heute Ihr persönliches Exemplar. Wir schicken es Ihnen gerne zu. Wir sagen ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen. Wir können diesen Fernsehgottesdienst nur zusammen stemmen, wenn Sie uns helfen. Wir bekommen keine Rundfunk- und Fernsehgebühren, haben auch keine Werbeeinnahmen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, diesen Dienst weiterhin zu tun. Gerne können Sie sich auch so eine SDH-Sammelbox bestellen. Die können Sie bei Geburtstagen aufstellen oder Familienfesten und für unsere Arbeit sammeln lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Übrigens haben wir auf der Homepage auch alles für Sie vorbereitet, wie Sie uns noch spenden können, per Telefon, per SMS oder mit einem Überweisungsauftrag. Helfen Sie uns durch Ihre Spende, dass SDH Sonntag für Sonntag ausgestrahlt. Wenn Sie noch andere Menschen in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Umfeld auf diesen Gottesdienst hinweisen möchten, dann bestellen Sie sich Werbematerial. Wir haben einen Flyer, wir haben Plakate, Postkarten. Bekommen Sie bei uns kostenlos, melden Sie sich bei uns im Zuschauerbüro. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Ich sage Tschüss und Gott befohlen. Bis in Bälde.